In dieser Lektion zeige ich Ihnen, dass Sie auch Weichen über Kontaktpunkte steuern können. Navigieren Sie zunächst zur Weiche Nummer 1, wo sich der Weg in die beiden Bahnhofsgleise aufteilt. Wählen Sie unter Kontaktpunkt für die Kategorien für Weichen sowie doppelte und einfache Kreuzungsweichen aus. Klicken Sie auf das Gleis mit dem Weichenantrieb, also das Gleis links vom grünen Dreieck der Weiche Nummer 1. Und der Mauszeiger bekommt sofort das Symbol für einen Kontakt. Sie müssen also bei Weichenkontakten nicht erst auf die Schaltfläche Kontakt setzen klicken, sondern können sofort den Kontakt aufs Gleis bringen. Setzen Sie diesen Kontakt auf den unteren Weichenschenkel. Weichenkontakte sind grün. Aktivieren Sie den Kontakt mit einem Linksklick und öffnen anschließend mit einem Rechtsklick das Eigenschaftenfenster. Die Fahrtrichtung 2 wählen Sie bitte wieder ab und aktivieren darunter die Option Zugschluss. Wenn diese Option ausgewählt ist, dann löst das Zugende den Kontakt aus und nicht die Zugspitze. Und wenn Sie als Effekt statt Fahrt Abzweig wählen, dann wird der Zug bei der Einfahrt in das untere Gleis die Weiche hinter sich umstellen, sodass der nächste Zug ins obere Gleis fährt. Mit OK übernehmen Sie bitte die Einstellungen. Der Kreis für den Schaltpunkt ist jetzt deutlich kleiner. Das zeigt Ihnen, dass dieser Kontakt durch den Zug Schluss ausgelöst wird. Mit einem erneuten Klick auf den Weichenantrieb können Sie einen zweiten Kontakt in das obere Gleis setzen. Auch diesen Kontakt aktivieren Sie bitte, öffnen dann das Eigenschaftenfenster, wählen wieder die Fahrtrichtung 2 ab und aktivieren die Option Zugschluss. Den Effekt lassen Sie auf Fahrt, damit ein Zug, der ins obere Gleis einfährt, die Weichen zurückstellt für eine Einfahrt in das untere Gleis.